Eventuell, wenn ich so, 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 dann bin ich wieder da. Nein, das geht auch nicht. Ah. Ah, so. Jetzt bin ich hier, jetzt so hin. Dann so und dann so. Voila. Pokémon machen in ihrem Leben viel Erfahrung, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel angesehen, viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon... So, jetzt laber mal nicht und mach hier. Jetzt wird's interessant, das ist doch... Gott, wie alt ist der denn? Norbert. Hm. Jurop, Level 27 nur. Bin ein bisschen enttäuscht, aber es kann ja noch was werden draus. So, Sandwirbel. Zack. Eissturm. Daneben. Ruxuki. Ah, Volltreffer. Aurora-Strahl ebenfalls daneben. Von mir aus kann Ruxuki jetzt immer Volltreffer sein. Aurora-Strahl, dieses Mal trifft es. Sehr effektiv. Und damit ist Tauboga fast K.O. Das war's. Aber vielleicht kann Hypno da irgendwas ausrichten. Auf jeden Fall setze ich dann gleich Hypnose ein. Erholung. Jetzt setze ich auch noch Hypnose ein, ich glaub's nicht. So ein Kack. Spukball. Spukball. Wow, eine Kopfnuss. Daneben. Hypnose. Ja. Okay, Spukball zieht auf jeden Fall mehr ab als Konfusion. Wenn das mal ein Volltreffer werden könnte, ey. Oh, ich tausche jetzt das Pokémon. Es reicht. Donnerschlag. Ja, nicht schlecht. Tomaton Level 19. Weiterentwicklung von Quiekel, das heißt, Donner hat dagegen keine Wirkung. Oh, 31. Blizzard! Ist jetzt erstmal eingeschlafen. Mist, ich habe Konfusion genommen. Ich wollte eigentlich Spukball nehmen. Vielleicht ist er verwirrt. Wer weiß. Ja! Sauber. Ist schon mal nicht schlecht. Spukball. Oh, zieht auch nicht mehr ab. Nehme ich mal Pfund. Auch nicht viel. Blizzard, das war's, glaube ich, für Traumata. Impergator. Das glaube ich normal.
sehr effektiv. Was? Ist ein Gestein-Pokémon oder wie? Gestein-Eis, glaube ich. Yugong. Der Trainer ist nicht so stark, wie ich jetzt dachte. So, Zerschneider. Wumpe. Ja. Wow, Kopfnuss. Und Kratzer. Und wiederum ein Kopfnuss. Und Zerschneider. Eine Kopfnuss. Der Kampf sieht sehr einfach aus, wie ich finde. Ich denke... Was? Ich denke, das ist sehr einfach hier. Na gut, dann erholt er sich eben, da setze ich ein paar Mal Zerschneider wieder ein. Vielleicht kommt mal ein Volltreffer raus oder so, wenn ich Glück habe. Schläft er erstmal 3 Runden. Und in der nächsten Runde wacht er auf. Er setzt Kopfnuss ein und ich hoffe, er setzt nicht gleich wieder Erholung ein. Sonst wäre es etwas langweilig. Das kotzt mich so an. Oh Mann, ey, Yugong, du Arsch. Jetzt brauche ich nur einen Volltreffer vorher. Ist auch wirklich tot. Jetzt ein Volltreffer. Jetzt hat es ja noch weniger abgezogen, ey. Komm schon. Ach, Mann, ey. Das wird ein langer Kampf. Und jetzt geht das auch noch daneben. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Jetzt kommt ein Volltreffer. Das war jetzt unnötig. Hätte ich getroffen, dann wäre es richtig cool. Aber so kommt es viel zu spät. Ja, ist jetzt Kopfnuss ein, ich glaub's nicht. Volltreffer, aber jetzt ist er tot. Ja, ganz knapp. Hat lang gedauert und der Arenaleiter war schwach. Schwächer als schwach. Neue Attacke, Fragezeichen, nein. Leiter Norbert wurde besiegt. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Orden würdig. Daniel erhält 3.100 Dollar. Daniel erhält den Eisorden. Müsste da stehen, aber steht's da nicht. Spezialwert, ach, interessiert mich nicht. Ja, ja, Wirbel kann ich jetzt einsetzen. Gut, ja, toll, laber mal nicht hier jetzt. TM16, Eissturm wetten? Ich wette, es ist Eissturm. Ich wusste es. Unglaublich, woher weiß ich das? Vielleicht von der Smaragd ein bisschen. Egal. Oder es war einfach zu offensichtlich. Oh, Professor Lind. Daniel, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Daniel, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Was? Er ruft mich an, fragt nach was und sagt Entschuldigung und dann war es das hier. Und er hat noch nicht mal eine Auskunft bekommen von mir. Das ist ja unfair von mir, ey. Bin ich echt scheiße, ja. So, wieder auffüllen. Und wenn ich dann mal irgendwann Fliegen bekommen sollte, wäre das gar nicht so schlecht. Könnte ich endlich von Ort zu Ort fliegen. Dann brauche ich noch Zertrümmer und dann hole ich mir das legendäre Pokémon. So, mal sehen. Bin ich hier? Okay, okay. Was will der denn? Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen.
Okay, dann machen wir alles. Ein Pokémon namens, jawohl, Rihorn. Verdammt, und ich habe Tauboga. Mann, Mann, Mann. Geht alles daneben. Nochmal. Von mir aus kann er mich jetzt töten. Ja. Traumato, du bist dran. Level 19 und Konfusion. Normal, geht doch. Ja. Spukball. Na gut, ich mach folgendes. Ich nehme. Ah, verdammt. Na gut, Hypnose. Manu. Er trifft gar nicht mehr. Hä? Er trifft wieder nicht. Ist ja geil, ey. Aber jetzt Hypnose, Mann. Endlich. Nium, er schläft. Konfusion, komm schon, mal ein Volltreffer. Oder verwirrt, das wäre noch am besten. Das wäre noch besser, nein, wäre es nicht, aber wäre nicht schlecht. Volltreffer wäre im Moment am besten. Plus noch eine Verwirrung. Hm, wäre nicht schlecht. Er trifft ja eh kaum. Oh. Ist aufgewacht, Furienschlag trifft natürlich mal wieder nicht. Und Konfusion gibt Rihorn den Rest. Bekomme ich über 1000 EP, das ist die Frage, weil Traumato will das sehr gut tun. Na, 87 nur. Reicht nicht für ein ganzes Level. Oh, deine Pokémon sind niedlich. Bäh. Idu-Schwulette. Es ist Hyperball.